Frau Leukefeld, in Syrien ist nach wie vor Krieg. Es wird aber zumindest in den großen deutschen Medien weniger darüber berichtet als noch vor einigen Monaten. Was wohl auch daran liegt, dass schon der nächste Kriegsbrand entfacht wird, diesmal in der Ukraine. Sie sind jedoch wieder in Syrien und berichten von dort auch, aber nicht nur aus der Hauptstadt. Wie gefährlich ist es zurzeit, sich in Damaskus zu bewegen? Wie gehen Sie Ihrer journalistischen Arbeit nach? Also, ich habe so ein Grundprinzip, dass ich mich immer abspreche, dass ich den Nachrichten verfolge und mit Leuten spreche, die aus dem Umland von Damaskus kommen, um eben halt die Sicherheitslage einschätzen zu können. Und halte mich im Grunde an das, was diese Personen, die ich jetzt seit vielen Jahren schon kenne, mir raten. Oder wenn sie mir abraten, dann gehe ich halt in bestimmte Gegenden nicht. Allerdings ist das Problem in Damaskus vor allen Dingen, dass es sehr viele Mörsergranaten gibt, die also hier auf die Stadt geschossen werden. Und das kann einen also überall treffen. Da ist man jetzt nicht vorgeschützt, muss ich sagen. Also zum Beispiel vor wenigen Tagen ist unmittelbar vor dem Hotel, wo ich wohne, es ist so ein kleines Familienhotel, eine Mörsergranate niedergegangen, hat drei Leute verletzt. Und davon sind vor allen Dingen die östlichen und südlichen Gebiete der Stadt betroffen. Also wie gesagt, so eine Mörsergranate kann einen tatsächlich überall treffen. Wie hat sich denn die militärische Lage im Land entwickelt? Also wie haben sich die militärischen Kräfteverhältnisse in den letzten Monaten entwickelt in Syrien? Es ist also ganz eindeutig, dass die syrischen Streitkräfte auf dem Vormarsch sind. Sie gehen sehr massiv gegen die Orte vor, wo sich bewaffnete Gruppen noch immer wieder setzen. Und sie sind dabei natürlich auch sehr gewalttätig tatsächlich. Also es wird Luftwaffe eingesetzt. Sie haben die Streitkräfte im Einsatz mit Panzern und mit schwerem Geschütz. Das hört man auch hier in Damaskus. Insbesondere in Aleppo ist das der Fall. Und um Damaskus herum und auch im Süden des Landes sind die Streitkräfte also sehr stark im Einsatz. Darüber wird auch viel berichtet in den syrischen Medien. Die bewaffneten Gruppen sind in der Defensive. Viele bewaffnete Gruppen haben auch Vereinbarungen getroffen mit der Regierung, mit den Streitkräften, dass sie den Kampf einstellen. Es gibt da eine Reihe von sogenannten lokalen Waffenstillständen und auch Amnestien sind ausgesprochen worden, wie zum Beispiel in der Altstadt von Homs sind also über 1500 Kämpfer abgezogen und sind dann in ein anderes Gebiet gebracht worden, wo auch bewaffnete Gruppen sind, die aber nicht mehr den Kampf führen. Und die Gruppen, die immer noch sehr stark im Einsatz sind, sind eben halt die Nusra-Front, die Islamische Front und die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante, letztere vor allen Dingen im Osten des Landes. Mitten im Krieg hat Präsident Assad Wahlen ausrufen lassen und im Ergebnis ist er mit 88% der Wählerstimmen in seinem Amt bestätigt worden. War das eine Scheinwahl, wie die G7, also die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten, diese Wahl verurteilten? Oder wie beurteilen Sie Wahlverlauf und Wahlergebnis? Sie konnten ja direkt den Wahlprozess vor Ort beobachten. Also ich war hier in Damaskus unterwegs und im Umland von Damaskus. Ich habe insgesamt fünf verschiedene Wahlzentren besucht in Vororten von Damaskus. Das dauert halt relativ lange, bis man da ist. Mein Interesse war vor allen Dingen festzustellen, ob die Inlandsvertriebenen wählen können. 6,5 Millionen Menschen mussten ihre Häuser verlassen aus Aleppo, aus Hasakeh. Sie sind also in andere Gebiete des Landes geflüchtet, insbesondere in den Westen. Und es gab ja die Maßgabe, dass jeder Wahlberechtigte mit seinem Ausweis in jedes Wahlzentrum gehen kann. Das heißt, dass tatsächlich die Inlandsvertriebenen auch wählen konnten. Die Menschen konnten dort wählen, wo sie waren. Es gab hier in Damaskus allein 1500 Wahlzentren, wo die Menschen hingehen konnten.
Und die waren relativ gut besucht, vor allen Dingen in der zweiten Tageshälfte und am Abend. Am Vormittag waren die Leute ein bisschen zurückhaltender, denke ich, weil einige bewaffnete Gruppen angekündigt hatten, dass sie Anschläge verüben wollten. Und ich vermute, dass die Menschen erstmal so ein bisschen sehen wollten, wie der Tag sich entwickelt. Und ich habe also insbesondere in Jalamana und in Nahr al-Aysha, also das sind zwei Vororte, wo sehr viele Inlandsvertriebene sind, auch mit Leuten gesprochen, die tatsächlich aus ihren ursprünglichen Wohngebieten weg mussten und hier in Damaskus gewählt haben. Nun, ich denke, die Sichtweise des Westens auf diese Wahl ist eine politische Sichtweise. Man will natürlich dem neu gewählten Präsidenten Assad die Legitimität absprechen. Es ist hier im Land so, dass es doch eine relativ hohe Wahlbeteiligung gegeben hat unter schwierigen Bedingungen. Zum Beispiel sind auch viele Syrer, die im Libanon als Flüchtlinge sind, zur Grenze hingekommen, um dort wählen zu können. Also unter schwierigen Bedingungen haben sich doch relativ viele Menschen an der Wahl beteiligt. Und insofern denke ich, aus der syrischen Sicht ist es sicherlich eine Wahl, die völlig gerechtfertigt und legitim war. Sie war, stand laut Verfassung an, die Amtszeit des Präsidenten war abgelaufen. Es gab eine Erklärung des Parlaments, dass diese Wahlen stattfinden sollen. Es haben sich insgesamt 24 Personen gemeldet, die kandidieren wollten. Drei davon haben die Bedingungen erfüllt und haben kandidiert. Und das war auch etwas, was Personen zu mir gesagt haben, zum Beispiel ein 84-jähriger Mann, der gesagt hat, ich gehe zum ersten Mal wählen in meinem Leben hier in Syrien, weil wir die Auswahl haben zwischen drei Kandidaten. Also ich glaube, die Wahrnehmung der Syrer und hier im Land ist eine völlig andere als die politische Bewertung, die wir also auch vor allen Dingen in den westlichen Medien gehört haben. Natürlich gibt es hier auch sehr viele Menschen, die nicht wählen gegangen sind. Also ich habe auch mit solchen gesprochen, die gesagt haben, wir bleiben auf jeden Fall zu Hause, wir boykottieren die Wahl. Und es gab sicherlich etliche, die auch ungültig gewählt haben in einem Zeichen von Protest. 3,8% der abgegebenen Stimmen waren ungültig und da vermute ich schon, dass einige dabei waren, die damit halt auch ihren Unmut kundtun wollten. Darüber, dass die Wahlen tatsächlich in einer Kriegssituation stattfinden, das ist, wird auch von denjenigen, die zur Wahl gegangen sind, eingeräumt, dass natürlich die Bedingungen, unter denen die Wahl stattgefunden hat, sehr schwierige sind. Also die Ergebnisse, und da habe ich also auch mit verschiedenen politischen Analytikern gesprochen und mit Beobachtern der politischen Situation hier im Land. Die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Man hat dem Präsidenten Bashar al-Assad einen hohen Prozentsatz an Vertrauen ausgesprochen, verbunden mit hohen Erwartungen, verbunden mit der Erwartung, dass er es schafft, diese Kriegssituation zu beenden, dass er in der Lage ist, die Gesellschaft miteinander zu versöhnen, dass er Reformen durchführt und dass er die wirtschaftliche Krise also in den Griff bekommt. Also es ist eine hohe Last, die auf ihm lastet, aber gleichzeitig auch ein hohes Vertrauen. Man muss allerdings auch sagen, dass es ganz eindeutig ist, dass die Armee und die Streitkräfte, die Geheimdienste haben ihn selbstverständlich unterstützt. Und insofern kann man sagen, auch die Armee und die Streitkräfte sind also gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen. Können Sie etwas über die anderen beiden Kandidaten sagen, die zur Wahl standen dieses Mal? Ja, also es waren zwei Personen. Es war Hassan al-Nouri und Maher Hajjar. Hassan al-Nouri ist ein früheres Mitglied des Parlaments. Er war schon sowohl unter Hafez al-Assad als auch unter Bashar al-Assad Minister. Er war früher der Vorsitzende der Damaszener Handelskammer.
Und er ist ein Geschäftsmann, er hat internationale Kontakte. Er hat zum Beispiel, ich habe ihn persönlich getroffen und ein längeres Interview mit ihm gehabt. Er hat berichtet, dass er also kürzlich zum Beispiel vom Europaparlament eingeladen wurde, um über Syrien zu sprechen. Das heißt, er ist jemand, der ist international vernetzt und er ist auf der einen Seite ein Unterstützer des Präsidenten, weil er sagt, der Präsident hat es geschafft, die Armee hinter sich zu bringen. Die Armee sei nicht auseinandergefallen und dieser Kampf gegen den Terror, wie man eben halt, von dem man hier in Syrien spricht und der real auch stattfindet, ist etwas, das also den Präsidenten auch gestärkt hat. Und der Al-Nouri hat gesagt, dass er das auch richtig findet, also so vorzugehen. Auf der anderen Seite hat er schon früher die Wirtschaftspolitik des Landes kritisiert. Er hat scharf kritisiert, dass man so enge Kontakte zur Türkei aufgenommen hat, den türkischen Geschäftsleuten und türkischen Firmen quasi eine Art Freibrief gegeben hat, hier im Land zu agieren, was ja dazu geführt hat, dass die nationale Ökonomie ziemlich zusammengebrochen ist. Also an dem Punkt hat er eine scharfe Kritik, die er auch beibehält. Und vermutlich wird er in der neuen Regierung, die ja jetzt geformt werden muss, eine Rolle spielen können. Man erwartet das eigentlich hier. Er hat insgesamt 4,3% der Stimmen bekommen, also eine halbe Million, verschwindend gering gegenüber den 88% von Bashar al-Assad, aber immerhin doch ein Zeichen, dass man ihn also unterstützt, zumindest in bestimmten Kreisen. Der andere Kandidat, Maher Hajjar, stammt aus Aleppo. Er war früher Mitglied der Kommunistischen Partei. Er ist im Moment Abgeordneter im Parlament, als unabhängiger Abgeordneter. Auch er war ein scharfer Kritiker des Präsidenten. Also vielleicht muss ich das gerade mal kurz erwähnen. Beide Kandidaten sind hier ausführlich in Funk und Fernsehen zu Wort gekommen und haben also aus ihrer Position kein Hehl gemacht. Und Hajjar hat also auch gesagt, dass die Protestbewegungen am Anfang in den arabischen Ländern ihre Berechtigung hatten. Aufgrund von sozialer Schieflage in den Ländern, wirtschaftliche Teilhabe hätten die Menschen eingefordert, das sei berechtigt. Und es habe eine falsche Reaktion gegeben, nämlich eine gewalttätige Reaktion auf die Proteste. Aber die Proteste seien eben halt auch ausgenutzt worden von ausländischen und anderen Interessen, sodass also diese ursprünglichen friedlichen Proteste eben halt in diese gewaltsame Auseinandersetzung umgeschlagen sind. Er hat auch die wirtschaftliche Politik des Präsidenten kritisiert in den letzten 10 Jahren. Und er hat einen Punkt erwähnt, der auch sehr wichtig ist, nämlich die Korruption im Land. Er hat gesagt, 30% des Bruttoinlandsproduktes gingen in die Korruption. Und wenn er also Präsident werden würde, dann würde er sich dafür einsetzen, dass diese 30%, die bisher also in die Korruption gegangen sind, zugunsten der Bevölkerung eingesetzt würden. Also beide sind mit einem Programm aufgetreten und der Maher Hajjar hat also 3,2% der Stimmen bekommen. Knapp über 300.000, das sind natürlich sehr wenige Stimmen, aber wie gesagt, es gab immerhin diese Kandidaten und die Präsenz dieser Kandidaten in den Medien. Ich denke, dass das für viele Leute hier tatsächlich auch ein Signal von einer langsamen Veränderung ist.